dann dürfen wir wieder Ball spielen. Okay. Okay. Truhe und einen Eingang. Okay. Hallo, guten Tag, ich bin's. Da mache ich mir doch gerade mal kurz ein Snippet von. Ich bin ja zum Glück auf dem PC unterwegs. Zip. Okay. Eine Art Zeichnung. 5 Säulen, Tassen. Wasserstände oder so vielleicht? Was soll das nur bedeuten? Na, fern die Skizze an. Ach so. So, Foto, 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 Foto. Wer hätte gedacht, okay, der sagt es zweimal. Dennoch können wir durch bloßes Ansehen noch keinen richtigen Sinn aus der Wandmalerei. Vielleicht gibt es auf den umliegenden Inseln eine ähnliche Wandmalerei. Schauen wir uns doch mal an, was wir können. Okay. Dennoch können wir ein bloßes Auge. Warum sagt die alles zweimal? Okay. Haben wir eine weitere Wandmalerei gefunden. Ein Berg auch zu einem besonderen Symbol auf dem Gipfel. Nicht ganz klar, was das bedeuten soll. Aber machen wir eine Skizze. Ach so, da habe ich schon wieder vorgegriffen, wa? Weil ich die Höhle gefunden hatte. Ich mache da jetzt keinen großen Hehl von. Sieht genauso aus wie der Ort, der im Notizbuch war, den wir gefunden haben. Vielleicht war das Notizbuch. Die Wandmalerei von der gleichen Gruppe hinterlassen. Ach so, ne, okay. Steht andersrum im Zusammenhang. So, so. Hier nicht. Was ist hier? Warte, ach da, jetzt sehe ich ihn. Okay, hier. Ah, okay. Wenn man blind ist, findet man den natürlich nicht. Das gebe ich zu. Okay. Hier diese Schlieren vor mir auf dem Wasser. Okay, okay. Dann hier lang. Kann ich jetzt nicht so durchfahren, aber. Da sind wir. Schau dich um. Oh. Hallo. Ich dachte, dass wir auch hier eine Wandmalerei finden würden.
Scheint Leute zu zeigen, die sich bereit machen, an Bord eines Schiffes zu gehen. Sind nicht ganz klar, was hier alles bedeuten soll, aber machen wir eine Skizze von der Wandmalerei. Ist jetzt gezählt. Okay. Wo sind wir noch nicht weiter? Da ist eine Wandmalerei. Hahaha. Hahaha. Oh, hier ist noch eine Wandmalerei. Sieht wie ein Schiff mit großer Besatzung aus, das auf viele große Wellen trifft. Perlmann kann das nicht besonders gut erkennen. So oder so sollten wir uns eine Notiz von dieser Wandmalerei machen. Okay. Ich mach Foto. Mach Foto durch Facebook. So. Hüpf. Wie viele Wandmalereien gibt es bitte? Na gut. Wenn das hier war. Wenn ich mich jetzt nicht total vergucke. Guck mal da. Die habe ich doch 100 pro schon gefunden. Also wir haben uns all diese Wandmalereien notiert. Wenn wir sie verbinden, sollten wir herausfinden können, was passiert ist. Dennoch fühlt es sich so an, als würden diese Wandmalereien noch eine andere Nachricht verbergen. Wenn sie uns doch nur bei jemandem helfen, beim Deuten helfen könnte. So. Vielleicht sollten wir einen Aushang in Abenteuergilde machen. Holen wir uns den Gelehrten an Bord. Was meinst du? Das wäre das Beste. Wo finden sie jemanden? Oh, Paimon hat gehört, dass man Gelehrte für gewöhnlich in Bibliotheken findet. Gehen wir, versuchen wir unser Glück, ja? Wer weiß. Wir könnten genau den Leuten finden, den wir brauchen. V. Natürlich in Teyvat. Du. Es gibt nur eine Gelehrte in einer Bibliothek für mich in diesem Spiel. Und das ist Maneater. I will eat you. I will swallow you whole. I will eat you. Gelehrte Sahid. Bist du ein Gelehrter? Ha, dazu zähle ich wohl. Genauer gesagt bin ich ein wandernder Gelehrter, aber ich schätze ja eine Kategorie. Wenn du bist auf ein Problem gestoßen, mit dem ich helfen kann, Gelehrtes benötigst, sofort ist es geschehen. Schnitzel, Rückschritte, Wöcke, Zinnen, Pommes, Banane, Brötchen. Eine Insel im Meer, eine Wandmalerei, die du dort gefunden hast, faszinierend. Doch schließe ich, dass du nach einem Gelehrten suchst, der dir beim Entziffern dieser Wandmalerei helfen kann. Würdest du uns helfen? Selbstverständlich, ich habe noch nie eine Gelegenheit ausgelassen, um Unbekannte zu studieren. Dann sollten wir nicht weiter die Zeit verschwenden, dürfte ich einen Blick auf die Wandmalerei werfen. Hier sind sie aufgezeichnet. Oh, nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Entschuldigt, ich brauche einen Moment zum Nachdenken. Dann, Gelehrter, denke nach. Die Dinge, die hier abgebildet sind, sind an sich nicht schwer zu entziffern. Ich kann sie noch nicht alle in die richtige Reihenfolge bringen, aber es sollte in Ordnung sein. Wir versuchen sie eins nach dem anderen zu verstehen. Zunächst haben wir diese Wandmalerei, die eine Gruppe von Schiffbrüchigen darstellt. Nachdem sie Schiffbruch erlitten haben, haben sie zunächst in die Insel getrieben, sind zu der Insel getrieben, wo sie auf die Wandmalerei getroffen sind. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Schlaf gut, Whitey. Ciao. Dann haben sie auf sind sie auf der Insel geblieben. Diese Malerei zeigt fünf Gegenstände mit fünf verschiedenen Markierungen drin. Darin. Wie fünf mit Wasser gefüllte Tassen, wobei jede eine andere Menge enthält. Eine solche Darstellung deutet für gewöhnlich auf eine Veränderung des aktuellen Status von etwas hin. Eine Veränderung der Situation.
Jedoch kann ich natürlich nicht sagen, was dieses Etwas sein könnte. Doch da sich diese Insel mitten im Ozean befindet, könnte das Etwas natürlich das Meerwasser sein. Schauen wir uns als nächstes diese Wandmalerei an. Das ist witzig, dass man erkennt, dass das eine Frau ist. Also. Nachdem ein weiterer Schiffbruch begrüßt die Insel neue Gäste. Das dürfte wohl eine Gruppe sein, die einen Rettungsversuch gestartet hat. Wenn du außerdem einen Blick auf das Wrack wirfst, das hier abgebildet ist. Die erste Wandmalerei deutet auf ihre Situation hin, aber diese geht bezüglich des Schiffswracks doch sehr ins Detail. Vielleicht war gerade dieses Schiffswrack von seltsamer Bedeutung für die Menschen, die auf dieser Insel strandeten. Nun kommen wir zu dieser Wandmalerei. Hier bin ich sicher, dir fällt auf, dass dieser Berg besonders hervorgehoben wurde. Ich vermute, dass dies ein wichtiger Ort für die Menschen dort gewesen sein muss. Und schließlich kommen wir zu diesem hier. Offensichtlich haben sie einen Weg gefunden, die Insel zu verlassen und sind aufgebrochen. Da ist es also die Geschichte der Wandmalereien erzählt. Aber warum habe ich. Manchmal sind Bilder intuitiver als Sprache, wenn es darum geht, Informationen aufzuzeichnen und weiterzugeben. Ich sollte euch danken, dass ihr diese Geschichte der Wandmalerei zu mir gebracht habt. Ich hätte nie gedacht, dass mir solche Dinge in Mondstadt einmal begegnen würden. Vielleicht sollte ich mir etwas Zeit nehmen und draußen einen Spaziergang machen. Okay, that's it. Ich kann nicht glauben, dass das schon alles gewesen sein soll. So, also was die Wandmalerei erzählt.